So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir das Fluglevel hier oben gespielt und noch irgendein anderes, was ich jetzt nicht mehr weiß. War das das hier? Ach nee, das Sägenlevel, ne? Genau, das Sägenlevel, richtig. Also das nicht Sägenlevel, sondern das Grinderlevel. Und jetzt spielen wir jedenfalls Dimension Door, wo es drei Exits gibt und der Levelpunkt ist blau. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir gucken rein. Okay, tschüss, Koopa. Sprites move 50% slower. Okay. Oh. Oh, what the hell? Wait, kann ich dann direkt in diese Röhre da oben rein? Also ist die Röhre da oben begehbar? Ja, die ist safe begehbar. Okay, wir probieren direkt mal die Röhre da oben. Ja, dann haben wir vielleicht schon mal einen von den Exits. Professional Tip. Press L or R to freeze Boon. You still gain momentum while frozen. Ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. Nee, ich wollte nicht zurück. Danke. Ah, ich verstehe. Nein! Oh, die haut ab. Oh Junge, das wird interessant. Ja, aber so komme ich ja nicht. Muss die gleich zweimal erwischen, oder wie? Jetzt in die Richtung eigentlich auch dann? Ja, aber die ist ja weg. Nee, also die Richtung. Nee, nee. Da ist zwar was, aber keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Oh! Ist das ein denkbarer Shell-Charm? Aber irgendwie ja nicht. Das ändert ja nichts, ob ich stoppe oder nicht stoppe. Also, das dürfte ja wirklich nichts ändern. So komme ich da ja nicht. Nee, glaube nicht. Ich glaube, dafür brauche ich Yoshi. Oh, ich glaube, ich komme mit Yoshi her zurück. Ich glaube, ich komme mit Yoshi hin zurück. Ja, so wird es sein. Jetzt passt die Geschichte. Oh, da muss ich Spinjumpen. Scheiße. Oh Gott, Spinjump plus LR. Jetzt wird's richtig gemein. Okay, das ist Spinjump-Taste, das ist Sprung-Taste, das ist das Stoppen. Mist. Na. Das hat nicht hingehauen, oder? Nee. Oh je. Ja, das kann ich hinhauen. Ach, scheiße. Oh, das wird... Ich meine, das Gute ist... Ey, ich hab's jetzt doch vorhin... Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich hab doch vorhin... Habe ich die Stelle doch sogar ganz gut geschafft.
Jetzt bin ich gedanklich wieder raus, weil ich den Spinjump gesehen habe. Da ist der Anfang ja nicht anders. Scheiße. Nee, mit Yoshi kann ich ja... Ich verstehe nicht, wie ich an diese rote Röhre kommen soll. Die rote Röhre ist mir noch ein kleines Rätsel. Aber vielleicht ist die auch was ganz was anderes. Und es ist einfach nur der gleiche Raum. Und die wird hier einfach gar nicht benutzt. Mist. 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 Ah, wieso bin ich jetzt so... Ey, wieso stoppe ich denn nicht mehr? Ach komm, wieso stoppe ich denn? Irgendwie stoppt der manchmal nicht mehr, obwohl ich noch den Stoppknopf drücke. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gedrückt. Bis zu bald. Nein, jetzt habe ich wieder aufgehört zu stoppen. Das war chillig. Cool. Weiß nicht, ob mir das hilft, aber... Nein. Scheiße. Hallo, stopp! Oh, die Knöpfe. Jetzt lasse ich die Stopptaste nicht mehr los. Also die LR-Gimmicks sind... schwierig. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das meinte der. Wir kommen zu der Röhre. Wir kommen zu der Röhre. Ja, okay, wir kommen zu der Röhre. Das war damit gemeint. Ich kann am... Oh. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal die Röhre. Yo. Ja, so in etwa. Ja. Das ist super weird zu timen. Ja, war besser. Ja! Komm schon! Das ist mein Scheiß Ernst. Wir kommen der Sache näher. Ja, wir kommen der Sache viel näher. Nein, das war wieder schlechter. Jetzt aber. Okay, so, was haben wir hier? Mann, schon wieder L und R. Geh doch heim. Pressing L or R will bring you the closest carryable sprite to you on the X-axis. It's rude to pick up the Dooku. Ah, und den sterbe ich die. Oh Gott.
Jo, das macht's. Oh Gott, das macht die mit Tastatur noch schlimmer. Aber wir kommen ja hier vom Regen in die Traufe in der Dimension Door. Ist alles LR-Gimmick. Okay. Boah. Wir probieren das mal. Ja, Junge. Alter. Wir haben ihn das... Das ist immer was, was ich nicht verstehe. Ich habe es intuitiv am Anfang richtig gemacht. Und seitdem nicht mehr. So. Nein. Oh, dann brauche ich... Was nehme ich dann als nächstes? Wieder die Shell? Müsste ich ja wahrscheinlich, weil sonst packe ich ja den Typo ab. Und das will ich ja nicht. Oh, Junge. Okay, wir spielen erstmal die Dimension Door normal. Wir spielen die Dimension Door erstmal ganz normal, ohne LR-Kram. Da dreh ich ja durch. Da haben wir schon genug zu tun, glaube ich. Weil das, ich glaube, das wäre wieder was, wo wir LR-technisch anders probieren. Okay. Ah, ich weiß wie. Ich darf keinen großen Sprung danach machen. Genau. Na, in die andere Richtung. Nicht so. Nee. Ich dachte, ich erwische ihn, aber ich erwische ihn doch nicht. Scheiße. Ich dachte, ich erwische ihn. Mist. Ne, wie mache ich denn das dann? Weil so wird's nix. Dachte, ich muss auf den Koopa drauf, aber irgendwie nicht. Das sind ja die Münzen, aber wie... Dachte, ich muss auf den drauf, aber das scheint nicht zu funktionieren. Doch, genau so. Okay, genau so. Ja, und dann kommt Yoshi da, Hilfe. Dann kommt da ein Yoshi.
Ja, das ist schlecht. Ich darf das nicht in die Hand nehmen. Ah, wobei, doch, ich darf das in die Hand nehmen. Ich kann es hier wieder loslassen und dann ist es wieder langsamer. Vielleicht ist es sogar so gedacht, dass ich es in die Hand nehme zwischendurch. Das würde Sinn ergeben. Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, das ergibt Sinn. So nicht. Ja, irgendwie so. So nicht. Boah, das Level hat's in sich. Also in allen drei Richtungen hat's das Level in sich. Eieiei. Die LR-Gimmicks sind an sich coole Ideen, aber mit Tastatur super schwierig umzusetzen. Also so ein Zeitstopper und so, das ist eine voll coole Idee. Okay. Oh, zu hoch. Oh mein Gott. Ja, Yoshi ist ja da schon in den Startlöchern, also ich muss da schauen, dass ich hinterherkomme. Nicht, dass der weg ist. Nicht, dass der dann weg ist. Aber das ist deswegen so ohne LR. Ah. Ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass es auch schon... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es selbst mit... Controller für LR schwierig genug sein wird. Aber wir werden sehen. Dafür muss ich erstmal irgendwann anschließen. Bisher bin ich noch zu faul. Nein! Man sammelt sich jetzt eine ganze Weile mit LR-Zeug was an und dann kann man das dann machen, wenn man... Ne? Ist. Okay, und dann auf Yoshi. Okay. Jo, wie soll... Da muss ich deutlich schneller sein. Ach du Scheiße. Das war schon, glaube ich, ganz gut. Mist. Na, zu hoch. Darf gar nicht erst zu hoch kommen mit dem Springboard. Das war gar nicht so verkehrt. Alter! Sobald ich dazu hochkomme, brauche ich zu lange, um runterzukommen, sterbe am Mancher oder komme auf Yoshi zu spät an. Thank you.
Ey. Nein, Mann. Also, das gibt's doch nicht. Sobald kein Indikator mehr da ist, was ich mit dem Springboard genau machen soll, kann ich's nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Mist. Wieder zu hoch. Yo! Wie schnell muss ich sein? Ach komm, ey. Alter. Okay. Okay, und dann da unten. Uiuiuiui. Ach, Mann. Probier mal, das loszulassen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja. Das ist sogar eine sehr gute Idee gewesen. Okay. Leider keine Ahnung, was dann kommt. Da war eine Plattform mit einer Shell drauf. Das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Aber... ja, okay. Das Loslassen ist auf jeden Fall der Way to go. Oh Gott. Trotzdem sind wir noch nicht schlauer, wie es dann weitergeht. Nein! Nein. Mist! Okay, ja. Das ist ganz gut tatsächlich. So, und jetzt? What? Ich hab nichts verstanden. Aktuell nichts verstanden, was ich da tun soll. Da war so viel Zeug auf einmal. Keine Ahnung. Da war ein On-Off, aber der On-Off hatte, ich glaube, da kann ich die Shell gar nicht hochwerfen. Da waren die Blöcke davor. Unten waren irgendwie Sprite-Zerstörungsblöcke. Dann war da eine Röhre. Ich habe keinen Schimmer. Okay. Mist. Ey. Das gibt's doch nicht. Ich leg's doch vernünftig ab. Aber scheinbar tue ich's nicht. Denk's nur. Denke nur, dass ich es tue. Jetzt. Ja. Ja. Nein! Aber auf der Röhre sind manche. Also die Röhre kann nichts damit zu tun haben. Die ist nur Deko. Ja, aber was dann? Wie geht's dann da weiter? Die Plattform ist viel zu langsam. Die bringt mich überhaupt nicht nach vorne. Muss den On-Off irgendwie drücken. Hm.
So, die Shell kann ich nicht da reinwerfen. Warum sind da unten Münzen? Warum sind da oben? Ach so, wait. Ich glaube, ich weiß, was ich tun soll, aber jetzt wird. Oh, das wird interessant. Sterbe ich erstmal. Da war klar. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Ich kann ja die Shell genauso werfen wie hier. Und dann kann ich ja auf die Shell drauf. Oh je. Also das Level hier überfordert mich noch ein bisschen. Könnte sein, dass ich sage, wir lassen das erstmal und machen was anderes im nächsten Part. Weil, also, das Level, die anderen zwei Sachen müssen wir sowieso, können wir sowieso erst machen, wenn ich mal geguckt habe, ob es mit LR, mit Controller leichter ist. Dann können wir das sowieso erst machen. Aber ich kann mir, also, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das leichter wird, wenn ich den Controller habe. Ich muss ja trotzdem dann LR. Das wird super unangenehm. Das wird super unangenehm mit L und R. Puh. Ja, notfalls haben wir Save States, aber. Erstmal probieren, wie es mit Controller ist. Vielleicht ist das Gefühl ja völlig anders, als ich es mir jetzt vorstelle. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Kann ja sein. Mann, ich will doch nur mal wieder nach hinten kommen. Ah, ich krieg. Nein, ich Trottel. Nein. Schlecht. Echt nicht. Okay, so. Ja, so meine ich das, ne? Dann kann ich da nämlich irgendwie vernünftig drauf abspringen, aber uiuiui. Ich meine, zum Glück sind da Münzen. Also ich schätze, bei der einen Münze soll ich die Shell abwerfen und so, ne? Also, man kappt ja so ein bisschen, hat man ja. Wieder Indizien. Bekommt man ja Indizien, was man tun soll. Mist, zu hoch. Aber Leute, ich glaube. Wir haben dann zwar jetzt keinen erfolgreichen Part. Wir haben die Secrets gefunden, die Exits hier. Also, wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, was ich tun muss. Wir wissen, wie ich hinkomme. Aber weiter kommen wir, glaube ich, in dem Part noch nicht. Und ich denke auch im nächsten Level, Video werde ich erstmal nicht die Dimension Door weiterspielen. Weil ich glaube, das ist was, wo ich doch eine Weile dran sitzen könnte. Und wir haben noch genug anderes Zeug zu erledigen. Dann können wir die Dimension Door auch erstmal Dimension Door sein lassen. Ne? Ich denke, wir schließen hier ab. Außer ich komme jetzt noch irgendwie viel, viel weiter plötzlich in den nächsten, keine Ahnung, 5 Versuchen oder so. Aber ich habe, also, wenn ich jetzt weiter aufnehme, dann ist es nicht gut. So, das ist jetzt so der Punkt, wo ich meine Grenze erreicht habe, dass ich sage, jetzt mag ich nicht mehr. Und wir haben noch genug anderes zu tun.
Und deswegen machen wir im nächsten Part was anderes. Und ich schließe die Aufnahme ab. Na, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ach ja. Okay. Kommen wir mal wieder hier hin. Ach, ey. Nee, nee. Raus. Reicht. Reicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann erstmal was anderes als jeder Menschen-Dor. Und tschüss.